Lady Bianca Dr. Stücker kommt und bringt mir elektronische Tiere. Hier kommt. Hier ist eine elektronische Katze. Was hat die bei euch auf der Bühne gemacht? Die hat serviert. Die hat Augen serviert. Augen? Mhm. Ja. Dr. Stücker hat ein Buch geschrieben. Nee, nicht nur eins, aber jetzt gerade mal. Jetzt geht es um dieses eine. Und hier geht es um. Es geht um Dr. Markus Brennecke. Und wer ist das? Das bist du, denkt mein Vater. Dr. Stückers Vater, also Dr. Stücker Senior. In Österreich könnte man es. In Österreich, oder? Dr. Stücker Senior in Österreich, denkt, ich sei Markus Brennecke. Und davon handelt diese Geschichte. Ja. Lies doch mal da rein, einfach so einen Satz. Wer? Fragte meine Schwiegermutter. Das ist der aus dem Fernsehen, erläuterte ich. Sag mir nichts, sagte meine Schwiegermutter. Sehr schön. Ja. Das kennen wir doch. Das kennen wir, wie ja. Wie aus dem echten Leben. Ja, wir haben noch eine Überraschung. Natürlich, wie Frau Stücker. Hinter dir sind Fauchscherben. Das interessiert dich. Andere. Das andere wo hinten? Ihr die, das andere hinten. Ja, das ist links. Ah, die stinken. Ja, die stinken. Was stinken die ja, denn die so? Die ist ganz ruhig. Auf dem Tier ganz viele Kleine. Sind andere Tiere. Ja, Milben. Sind die, gehen die unter die Haut, legen Eier und... Nein, nein, die bleiben auf der Haut. Was ist denn die Geschichte von diesem Krönchen hier? Auf das bekomme ich immer neu geschenkt. Warum? Immer neu? Weil man das verliert man ja, ne? Wenn das Handy in der Tasche ist, dann zack. Die kommen aus China. Dieses ist schon verbogen und das hatte mal so einen Stein, einen rosanen, aha. Aber der ist rausgefallen. Und dein Gatte kauft die dir immer? Der kauft die immer. Findet der, dass du eine Art Prinzessin bist? Das weiß ich nicht, das müsste man ihn fragen. Was sagt er denn, wenn er dir das gibt? Der sagt, hier, ein neues Krönchen. Möchtest du auch gerne ein Krönchen für dein Handy haben? Also ich bin ganz zufrieden mit dem. Ja? Ja. Das ist sehr schlicht und schwarz schlicht. Ja. Wir sind hier shoppen mit unseren beiden Beauty-Experten und jetzt gucken wir mal, was der Frau Stücker hier steht. Was Fröhliches mal. Nee. Wenn schon mintgrün. Es gibt ja nicht nur ruftig rosa, es gibt auch ruftig mint. Ja. Ruftig mint. Ja, und zwar das natürlich. Ja, ich habe auch was gekriegt. Und vielleicht ein bisschen gemustert, also mit einem, weißt du, so. Halt das doch mal dran, ob es vielleicht sowas. Mit Mode kennen wir siehst uns aus. Siehst du da Flecken oder Blümchen? Nee, nix. Machen Sie sofort die Kamera aus! Als neuer Oberbürgermeister, die Kamera aus! Ja, so läuft das hier. Verlassen Sie sofort das Grundstück! Weg mit Ihnen! So, wir gehen nochmal besser. Ihr zwei lustigen Vögel. Bianca, du hast dir ein Tattoo ausgesucht. Mhm. Und zwar kriegst du ein V. Das ist ja verrückt. Warum ein V? Zufallsfund. Ja, wie fühlst du dich mit dem hochgesteckten Haaren? Das ist ganz ja gut. Meine Sonnenbrille fungiert als Haarspange. Denkst du, sagt jetzt noch einer was Lustiges? Nee, aber ihr macht lustige Gesichter. Ja, ja. Das sind ja dicke Dreier. Ja. Wenn man einen Dreier hat, einen dicken Dreier, dann ist das fast, als hätte man einen Fünfer. Ja. Erst tut es bei Beate Use noch ganz unschuldig, unsere Frau Stücker. Ja, mit der Tonade kenne ich mich aus. Mit der Tonade? Mit Beate Use nicht. Das zeig doch mal, was du jetzt gleich kriegst. Ja. Das ist aber sehr schön. Wieso kriegt sie jetzt das Nestle-Logo tätowiert? So, und warum das ist ein Penis. Ach so, okay. Ich dachte schon, das wäre das Nestle. Ich wollte aber ein Hakenkreuz. Scheiße. Siehst du auch mal? Ah! Sopran als Mezzosopran. Ah! Ah! Nicht, dass hier das Tattoo irgendwie verheimlicht wird. Ja. Und? Sehr, sehr schön. Schon mal was erkennen. Ja. Und wenn man so nichts davon sieht, ist es ungewohnt. Ja. Hm? Hast du Ängste? Ja, ich habe immer Ängste. Hast du Ängste? Das war doch dann dein erstes Aufwendiges. Ja, das stimmt. Dann ist herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ne? Hast du ernst gemeint? Ja, ist doch gut. Hier, wollt ihr es haben? Sind das nicht gut. Was für ein aufregender Tag. Was für ein aufregender Tag. Was wünschst du dir fürs nächste Mal zu erleben? Was möchtest du nächstes Mal erleben? Ich möchte